So, wunderbar. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen heute Abend zu unserer Konzeptvorstellung. Vielleicht schaust du dir auch einfach die Aufzeichnung an. Auf jeden Fall möchte ich sagen, wie schön ich das finde, dass du dir einfach die Zeit nimmst. Und wir sprechen heute mal ja über unsere Gesundheitskonzepte, über unsere Gesamtkonzepte, die wir im Team Life Changer, die wir mit der Firma LR Health and Beauty sozusagen anbieten können, was wir schon ganz, ganz lange. Bei mir sind es jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, was wir da in den letzten 20 Jahren auf die Beine gestellt haben. Und wir sprechen auch einfach drüber, ja, warum denn das Ganze heute so gut funktioniert wie noch nie. Also die Firma und unser Team wächst seit Jahren, aber wir haben in den letzten 2 Jahren tatsächlich nochmal eine ganz, ganz besonders schöne Entwicklung. Und es hat natürlich ganz viel mit Gesundheit heute auch zu tun. Deswegen freue ich mich, dass der Nobby mit dabei ist heute Abend und sich Zeit nimmt für uns und dort im Gesundheitsbereich so ein bisschen erzählt. Ich werde jetzt mal kurz auch mal alle Teilnehmer mal stillstellen, sozusagen, dass wir keine störenden Geräusche drin haben. Ja, Team Life Changer, was steckt dahinter? Wir sind im Endeffekt mittlerweile eine ziemlich große Gruppe von ganz verschiedenen Menschen. Alles mit dabei, alle Altersgruppen, Nationalitäten, ganz, ganz verschiedene. Und jeder hat irgendwo sein Motiv, warum er bei uns mit dabei ist. Und da sprechen wir auch gleich drüber. Schaut mal, das sind sozusagen die Deborah, also meine Frau, meine Familie, meine kleine Familie ist es. Die Kids, das ist das Foto, haben wir heute Nachmittag gemacht in Titisee. Wir waren jetzt erst ein paar Tage in Griechenland im Urlaub und haben jetzt einfach nur so ein bisschen Urlaub daheim dran gehängt. Und es ist einfach ein wunderbares Familiengeschäft, auch muss man einfach sagen. Das motiviert mich heute mit am allermeisten auch die Zeit mit meinen Kids, dass ich es einfach miterleben darf, jeden Tag mit dabei sein darf. Das fängt beim Kindergarten an, dass ich sie in die Schule, in den Kindergarten bringen kann und einfach auch hautnah ganz viel miterleben kann zu Hause. Das ist für mich mit wirklich das Schönste bei uns. Das ist so meine große Motivation. Und das für Deborah natürlich auch cool, dass sie geht mittlerweile nur 2 Tage in der Woche arbeitet. Also sie war jetzt 7 Jahre zu Hause, die Deborah, beide Kids komplett. Und hat jetzt ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, aber sie geht 2 Tage in der Woche schaffen. Das tut ihr gut, es tut alle gut, sie kommt ein bisschen raus. Und ja, ist einfach geil. Man kann es wunderbar mit der Family kombinieren. Und es gibt einem halt ganz arg viel Freiheit, wenn man sich da bei uns im Team Life Changer ein bisschen was mit aufbaut. Ihr seht ein Bild von früher. Ich bin mittlerweile, wie gesagt, schon ziemlich lang dabei. Wie bin ich denn zur LR gekommen? Das ist auch eine spannende Story. Mein Bruder Michael, der ist Bäcker oder war Bäcker, so wie ich früher Konditor war. Und eines Morgens stand er bei uns in der Bäckerei im Jahre 2000 ungefähr, war das 2001 sowas. Und er hat mir erzählt, er hat jetzt ein ganz tolles Geschäft kennengelernt. Ich soll es mir unbedingt mal anhören. Er hat mir Düfte gezeigt, hat mir Düfte aufgesprüht und ich war wegen verwirrt, dass mir ein Bäcker mit Parfüm und Kosmetik jetzt um die Ecke kommt. Ich war dann erstmal, wie gesagt, ein bisschen auf Abstand und habe gedacht, oh je, das wird er bestimmt nicht lang machen. Und irgendwie ist aber immer dran geblieben. Also ihr hört, ich bin Schwarzwälder, das hört man auch. Wir kommen aus Titisee, also das ist der Nähe von Titisee. Breitnau heißt es bei Hinterzarter. Und nach 2 Jahren ungefähr, wo du Michael sich nebenbei was aufgebaut hat, habe ich irgendwann gedacht, okay, weißt du was, ich probiere es einfach auch mal aus. Er hat einfach sich ein tolles Zweiteinkommen aufgebaut. Als Konditor damals habe ich ziemlich bescheiden verdient. Und letzten Endes war es auch einfach ganz banales Auto. Er hat dann ein Auto mal gekriegt. Damals gab es erst sehr viel. Heute kriegst du ja sehr schnelle Autos schon, wenn man will. Da sprechen wir gleich drüber, über die Möglichkeiten. Damals musste man sehr viel mehr dafür tun. Bei ihm war es dann aber irgendwann soweit. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, vielleicht klappt es bei mir ja auch. Im schlimmsten Fall bleibt alles so, wie es ist. Tatsächlich hätte es mega gut funktioniert und ich bin dann relativ ja, schön gut nach oben gekommen immer und habe mir viele, viele, viele Lebensträume verwirklichen können. Vor allen Dingen der größte war für mich, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führen darf und das ist so für mich der große Bonus. Ja, wir haben im Endeffekt uns viel Gedanken gemacht in den letzten Monaten und haben die ganzen Mehrwerte mal runtergebrochen auf 3 Sterne, haben wir es bei uns genannt. Und da sprechen wir heute mal drüber. Und die Philosophie Nummer 1 ist unser Mehrwertstern, was wir tatsächlich bei uns realisieren können, was jeder bei uns realisieren kann.
ist diese Themen hier. Die allermeisten starten bei uns mittlerweile wegen dem Thema Gesundheit. Ich sage nur Schlagworte Darmstoffwechselkur ist mittlerweile so bekannt. Ganz viel kommen automatisch auf uns zu, weil sich es auch so rumspricht, dass man eben dort extrem erfolgreich sind, dass wir fast jeden Tag neue Erfolgserfahrungsberichte von glücklichen Kunden kriegen. Das ist einfach so cool, da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man da einfach, das ist für mich auch immer das Allerschönste, wenn man miterlebt, wie die Menschen wirklich ihre Probleme gesundheitlicher Art verbessern können. Viele sind sie nach ein paar Monaten komplett los. Das ist einfach, ja, da sprechen wir gleich drüber, das ist einfach sensationell. Für andere ist das Thema eben finanzielle Unabhängigkeit auch spannend. Gerade in der heutigen Zeit, wo halt einfach alles, die Preisentwicklung überall so extrem ist, ist für jede Familie auch irgendwo ja einfach ein riesiges Segen, wenn man sich da ein paar hundert Euro oder 1.000, 2.000 Euro nebenbei verdienen kann, indem man andere Leute zu mehr Gesundheit verhilft. Das ist dann so, da greift einfach ein Zahnrad ins andere und ist natürlich auch echt stark. Dann das Thema Zeit, da habe ich auch gerade schon drüber gesprochen, ist für viele auch ein Thema. Oft bleibt halt auch einfach die Zeit für sich oder gerade wenn man Family hat, für die Kids auf der Strecke, weil halt viele irgendwo nebenbei schon auch gucken müssen, wie kriegen sie finanziell die Kurve, haben irgendwelche Nebenjobs, zwei Jobs müssen sie mittlerweile haben. Anerkennung ist auch ein spannendes Thema. Ist auch einer von unseren fünf Schenkel, das werdet ihr auch gleich sehen. Warum? Beispiel jetzt Auto, so banal sich es anhört, aber es ist einfach tatsächlich so, dass sehr viele seit Jahren oder Jahrzehnten irgendwo angestellt sind oder schaffen gehen, arbeiten gehen und ja vom Arbeitgeber irgendwie so gut wie nie Anerkennung irgendwie rüberkommt. So nach dem Motto, wenn nicht geschuldet wird, dann ist schon genug Lob. Und dann starten die Leute bei uns und machen ihre erste tolle Erfahrung und können sich schon direkt ein Auto bestellen nach Möglichkeit. Und dann können es viele einfach nicht fassen. Das ist auch echt irre. Und last but not least, wo man eigentlich ganz selten drüber spricht, aber was ein riesen Bonus auch immer bei uns ist, ist tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung, von der man einfach profitiert, wenn man bei uns mit dem Team sich so wenig mit ja, engagiert. Das ist echt spannend. Also das ist einfach echt großartig. Leute, schau mal, das ist unsere Firma, das ist unser Hersteller sozusagen, das ist die Firma LR Health and Beauty. Falls du sie noch nie gehört oder gesehen hast, oder was du davon gehört hast, LR kommt aus Aalen, das ist ein kleines Städtle, Industriestädtle im Ruhrpott, bei, ich sage jetzt mal ganz grob, die Ecke Dortmund. Also wir fahren hier von Freiburg aus immer so um die 5 Stunden ungefähr. Wenn ihr euch ein Auto abholt, also zum Beispiel jetzt am Montag fährt wieder bei uns jemand auf dem Team hoch und holt sich ein Auto ab, dann guckt euch unbedingt mal die Firma an, fahrt vorbei. Das ist direkt vom Autohaus nur 5 Minuten entfernt. Das haben wir vor kurzem auch gemacht, dann aber noch nicht. Und es ist einfach immer ein besonders schönes Gefühl, wenn man dort vor der Firma steht. Und ja, die wächst und wächst und wächst und wächst. Ich weiß gar nicht, wie viele Gebäude es mittlerweile sind. Es ist auf jeden Fall extrem groß. Man kann die Geschäftsidee, die Grundidee damals von LR super einfach erklären. Und zwar haben sich die zwei Unternehmensgründer damals gesagt, komm, wir machen einfach Fabrikverkauf. Das heißt, wir stellen Produkte selber her vor Ort, gehen aber nicht der stationäre Handel, also der normale Weg, wie wir es kennen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Duft, weil man mit Düften ja auch angefangen, wenn jetzt vergleichst mit Douglas oder irgendein Einzelhandel, Rossmann oder so, dann haben die ja immer sehr viele Stationen hinter sich, bis die am Ende vom Hersteller bis im Regal in der Drogerie stehen. Da ist ja Zwischenhandel, Großhandel, Einzelhandel, die ganze Printwerbung, Fernsehwerbung etc. Das alles spart man sich und steckt diese gesparte Poste, die Positionen alle in die Produktqualität vor allen Dingen rein und in die Endpreise. Also dieses großartige Verhältnis, weil wenn du einfach extrem hochwertige Produkte hast, die auch wirklich wirken, gerade jetzt im Gesundheitsbereich, dann sprechen die Menschen automatisch drüber. Jeder kennt es, wenn du irgendwas klasse findest, ist völlig egal, was es jetzt ist, hätte vielleicht ein neues Restaurant aufgemacht im Ort oder eine neue Werkstatt hast besucht oder ein tolles Urlaub erlebt und dann empfiehlst du das Hotel automatisch deine Freunde weiter. Genauso funktioniert das Grundprinzip von uns eben auch. Und heißt am Ende, du kannst tatsächlich die Produkte nirgends im Einzelhandel kaufen. Was ich mega toll finde, ist, wir haben keine Tierversuche bei keinem Produkt. Wir haben ständig auch unabhängige Prüfinstitutionen, die unsere Produkte wirklich komplett prüfen.
Institut Fresenius zum Beispiel sind wir komplett durch mit allen Aloe-Produkten, die Aloe-Trinkgele, haben Fresenius-Gütesiegel zum Beispiel drin. Und es ist echt stark. Also Produktentwicklung wird auch direkt vor Ort gemacht. Und im Standort selber sind ca. 1200 Mitarbeiter tätig, die rund um die Uhr bei uns, ja, für uns tätig sind. Da sehen wir noch so ein, zwei Bilder. Ich vergleiche es immer gerne, wie gesagt, mit dem Thema Fabrikverkauf. Ihr kennt es vielleicht. Es gibt ja immer wieder mal so die Möglichkeit, direkt beim Hersteller zu kaufen. Hugo Boss zum Beispiel in Metzingen ist bekannt oder so, die Haribo Stores oder so. Das kennt ihr ja alles auch, ne? Dann haben wir immer wieder auch verschiedene Promis, die am längsten mit uns damals schaffen, ist der Guido Maria Kretschmer und der Bruce Willis, die ihre exklusive Produktserie mit uns haben. Gerade der Guido-Duft liebe ich extrem. Wirklich echt cool, den müsst ihr echt mal testen. Und wir sind auch ganz speziell in diese Produktbereiche tätig, nämlich Gesundheit und Beauty, weil das seit Jahrzehnten einfach die Trendbereiche sind. Also gerade Schönheit sowieso immer, die Leute wollen immer gut aussehen, egal wie alt sie sind, und vor allen Dingen Beauty, das hat, Gesundheit hat ganz extrem zugenommen. Also ich beobachte es seit Jahren, ja, ich sage jetzt mal vor 10, 12 Jahren war es total eine andere Welt, da hast du mit Leuten gesprochen über das Thema Gesundheit, Naturgesundheit, und viele so, ja, und da ging tatsächlich nur Schulmedizin. Und in den letzten 5, 6 Jahren hat sich es ganz, ganz extrem gewendet. Also die Leute sind so offen, wirklich sich beide Richtungen anzugucken. Heilpraktiker geht meistens Hand in Hand mit Schulmedizin. Und ich finde es auch wirklich cool, dass wir da wirklich eine ganz tolle Mischung auch haben und in diese Bereiche da so stark sind auch, ne? Ja, Teamwork Marketing, was steckt dahinter, Leute? Ich erkläre es euch mal. Ihr kennt andere Firmen ganz gut auch vom normalen Direktvertrieb, sage ich jetzt mal, wie Tupperware oder Thermomix oder Vorwerk. Das sind alles Dinge, die in den meisten Haushalten zu finden sind. Die machen auch Direktvertrieb wie mir. Nur unser Grundprinzip unterscheidet sich in einem ganz extrem, nämlich das hier im klassischen Sinn ist Direktvertrieb eigentlich immer so auf Verkauf orientiert. Also sag jetzt mal, lad mal eine bestimmte Anzahl von Personen ins Wohnzimmer ein und dann kommt dann ein Vertriebler oder eine Vertreterin oder ein Vertreter, macht eine Präsentation und dann wird quasi in die Wohnzimmer Produkte verkauft. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Das funktioniert bei uns anders. Wir sind nicht partyorientiert, sondern bei uns funktioniert es das so, dass wir eigentlich immer den Einkaufspreis direkt an unsere Kunden, an unsere Partner weitergeben und unsere ganzen Vorteile weitergeben und die Leute direkt persönlich beim Unternehmen zum besten Preis die Produkte bekommen. Im Endeffekt zum selben Preis, wie wir selber sie auch kriegen. Und das ist halt echt cool. Ja, auch ich habe auch eine spannende Folie mal mit drin, warum auch noch ein riesen Vorteil, gerade bei uns jetzt zum Beispiel Pflegeprodukte sind, Düfte oder Gesundheit, weil es Produkte sind, die auch wirklich kaum Erklärungsbedarf haben. Du musst niemand jetzt erklären können, du musst kein geborener Verkäufer sein, der irgendwie hochkomplizierte Sachen verkaufen kann. Oder du musst niemand erklären, wie die Waschmaschine funktioniert. Oder, keine Ahnung, Handyverträge oder so, sondern die meisten wissen von alleine, wie Handcreme zum Beispiel funktioniert oder ein Duft. Und das ist echt cool. Und vor allen Dingen, die Produkte verkaufen sich, sie verbrauchen sich, wenn jemand sag jetzt mal, die Handcreme nutzt oder die Zahncreme benutzt mit Aloe beispielsweise, die ja ein mega Topseller ist, dann wird er nie mehr andere Zahncreme benutzen. Das weiß ich einfach aus Erfahrung raus. Und die wird sich einfach immer wieder verbrauchen, alle paar Wochen. Und dann wird er nachbestellt. Das heißt, du hast Erfolgeumsatz. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Stellt euch mal vor, wenn jemand Autofelge zum Beispiel verkauft, wie lange solche Autofelge halten oder Computer, reicht ja alle 6, 7 Jahre in der Regel, braucht man aber erstmal wieder neue. Und bei uns hast du wirklich Produkte aus dem alltäglichen Bedarf, die sich immer wieder verbrauchen und die extrem wirken. Die Menschen spüren das, die sind begeistert und die bestellen dann einfach wieder nach. Und das Grundkonzept funktioniert wirklich easy. Es gibt 2 Wege, die sind für jeden, der sich so eine LR-Partnerkarte holt, das mal ausprobieren will, sind die von Anfang an möglich. Ganz viele starten wirklich nur zum Eigenbedarf und wechseln später zum Geschäft. Andere wechseln ab. Das kann wirklich jeder machen, wie er mag. Wichtig ist, wenn man seine LR-Karte bekommt, dann
hat jedes Produkt, was man bei LR bestellen kann, hat immer einen Punktwert. Ja, müsst ihr euch das vorstellen, je nachdem, was der Einkaufspreis in Euro ist, wird immer umgewandelt in Punkte. Die siehst du auch, wenn du für dich in deinem eigenen, also wenn du deine LR-Karte hast, dann kannst du dich einfach einloggen, hast dann dort deinen eigenen Shop, wo du die Einkaufspreise bekommst natürlich. Und wenn du zum Beispiel so Guido Maria Kretschmer Duft holst, dann bringt es 63 Punkte. Also wir sind am Ende Punktesammler. Ihr kennt es vielleicht auch, gibt ja mittlerweile überall solche Punktesysteme, wo man Punkte kriegt, bei der Tankstelle oder wo auch immer. Bei uns funktioniert es nur spannend, weil wir jeden Monat die Punkte immer neu abrechnen und du bekommst einfach Geld dafür nochmal zurück. Ja? Und da sprechen wir drüber, wenn man zum Beispiel so eine Punktekarte, also so eine LR-Partnerkarte hat, dann hast du die eine Möglichkeit, du hast einen kostenlosen Endkundeshop mit dabei. Wenn du auch mal jemandem ein Produkt weiterempfehlen willst, dann kannst du auch zum Beispiel deiner Freundin Clara sagen, du Clara, wenn du die Produkte haben willst, dann kannst du auch direkt auf der Homepage bestellen. Du hast dann dein eigenes Shop, da musst du nur ein Foto von dir reinstellen, eine Domain sozusagen noch dranhängen, den Namen ändern auf dich und dann könntest du den auch direkt per WhatsApp zum Beispiel verschicken und wenn jemand will, kann er dort direkt über deinen Shop auch Produkte für sich bestellen. Die LR schickt die dann quasi an deine Kunde zu und es gibt ja immer zwischen offiziellen Verkaufspreis und zwischen Partner-Einkaufspreis gibt es immer einen Unterschied. Das sind, wenn du runterrechnest, immer 30% und wenn du Kunde hättest und du hast Spaß dran, die Produkte weiter zu empfehlen, dann bekommst du diese 30% Verdienst sozusagen von der Firma direkt überwiesen. Ja? Das ist sozusagen dieser kostenlose Online-Shop, wenn du Produkte empfehlen möchtest, der ist mit drin bei jeder LR-Karte kostenlos. Was wir aber vor alle Dinge machen, ist noch was viel Einfacheres und zwar, habe ich es schon erwähnt, ich habe es hier nochmal, dieses Punktesäckle habe ich es jetzt mal genannt, so ein Punktesack, kann man so ganz grob für sich rechnen, wenn du 1 Euro Produktbestellung gemacht hast, dann hast du circa 2 Punkte ausgelöst bei LR. Schau mal, das bist jetzt du und wenn jetzt du den Martin quasi das LR-Geschäft oder die Produkte weiterempfiehlst und der holt sich auch eine Karte, dann werden Martins Punkte, wenn der für sich was bestellt, genauso mit auf deinem Konto auch mit drauf gebucht oder es läuft genauso in deinen Punktesack auch rein. Ja? Deswegen habe ich mal so, dass man sich mal einfach mal das Grundprinzip mal vorstellen kann. Das heißt, du hast dem Martin erklärt, du kannst dir die LR-Partnerkarte holen, du bezahlst denselben Preis im Endeffekt wie ich. Er hat dieselben Vorteile, er hat auch keine Mindestbestellung oder sonst irgendwas, wo man irgendwie erfüllen muss, sondern einfach, er hat vom ersten Tag an denselben Einkaufspreis wie du. Wenn der was bestellt, gehen seine Punkte genauso in dein Punktekonto. Wenn jetzt der Martin hier denen zwei auch dieselbe Empfehlung gibt und die auch sich LR-Partnerkarte holen, dann bestelle die ja genauso wie der Martin oder du in Zukunft ja auch direkt zum selben Preis wie du die Produkte beim Hersteller. Also direkt bei der Firma LR. Das heißt, du musst niemals irgendwelche Produkte ausliefern, du musst dich um keine Bestellungen kümmern, das macht alles die Firma LR. Wenn die spezielle Frage jetzt nochmal hätte zu Inhaltsstoffe oder wie auch immer, wo du jetzt nicht weißt oder wie auch immer, dann können die direkt kostenlos in der Firma anrufen, in der Produkthotline zum Beispiel anrufen, was ich immer empfehle. Und das Schöne ist aber, auch diese tiefe Partner, zweite oder dritte Generation, die du jetzt vielleicht gar nicht kennst, auch wenn die eine Bestellung tätige und sie sind bei dir in deiner Linie drin, dann werden auch deren Punkte bei dir gehen mit in dein Punktesäckle mit rein. Und deswegen hier mal bildlich, die zwei da unten insgesamt für 1000 Punkte was bestellt, dann sind die bei Martin im Konto drin, aber auch bei dir. Ja? Du hast vielleicht sogar nochmal den Michael mit dazu geholt, der hat für 300 Punkte was bestellt, der hat sich vielleicht die Sommerpflege bestellt. Ich empfehle euch übrigens gerade mal auch dieses Getränk, was man ja mit sozusagen ins Wasser reinmachen kann, diese neue LR Hydraloe, mega cool, oder auch weil ich es einfach heute vorher drauf gehabt habe oder noch im Bade, dieses Pineapple Body Sorbet, ja, also die Leute sind echt begeistert, wenn sie unsere Produkte probieren. Wenn jetzt der Michael für sich was bestellt hat für 300 Punkte, dann geht es auch bei dir mit in dein Konto, wenn er ein Partner von dir ist, ja. Und das ist das Schöne, weil du sozusagen im Laufe der Zeit immer mehr Partner direkt zur LR vermitteln kannst und auch die indirekte gehöre immer mit
zu dir oder zu. Das kann die LR immer anhand von deiner Partnernummer, immer von der Partnernummer zurückverfolgen, wer hat wen vermittelt. Genau. Also ich habe hier Zusammenfassung nochmal, alle Partner kaufen zum selben Preis ein, immer. Ja? Dann alle Punkte deiner Partner werden immer auch bei dir gesammelt. Deswegen kann nie passieren, dass ein Partner unter dir ist und der macht mehr Umsatz oder mehr Punkte wie du. Weil jedes PW, was irgendwo dazukommt, zählt immer bei dir mit dazu. Auch die, die nur zum Eigenbedarf bestellen, gibt es auch ganz viele, die wirklich nur alle paar Wochen, alle paar Monate mal was bestellen. Und um sozusagen von diesem Punkte-Konzept zu profitieren, sagt die LR, braucht man monatlich 100 Punkte Eigenbestellung. Das heißt, du musst keine 100 Punkte umsetzen, man muss bei LR nie gar nichts. Aber wenn du dieses Punktekonzept, und ich zeige dir gleich, wie sich das auszahlt, wenn du davon quasi monetär auch profitieren willst, dann sagt LR, reiche 100 Punkte Eigenumsatz im Monat. Wir können uns auch bei Fragen jederzeit ansprechen dazu. Es geht einfach darum, dass wir euch mal so die grobe Richtlinie mal erklären, wie es so bei uns funktioniert. Schau mal, Leute. Und zwar haben wir über Autos schon mal so ganz kurz gesprochen. Da wollen wir noch kurz schnell sprechen, bevor wir zum Gesundheitsbereich gehen. Leute, schau mal, wenn du bei uns mittlerweile, echt spannend, bei 4.000 Punkte schon bist im Monat, dann kriegst du bei LR schon 250 Euro. Das ist echt schon mal für Familie eine kleine Entlastung. Plus, wenn du magst, kannst du dein erstes Auto über die Firma LR bestellen zu extrem guten Konditionen, weil wir halt einfach so viele bei VW, bei Mercedes und Audi abnehmen. Ab 12.000 Punkte haben wir die Stufe Junior Teamleiter. Da braucht man so in der Praxis ja vielleicht ein paar Monate dafür. Dann hast du 1.000 Euro nebenbei. Und ab Orgaleiter, da sprechen wir zum Schluss nochmal kurz drüber, ist wirklich so, dass auch für die Family ja schon wirklich eine große Entlastung da ist. Ich habe mal so ein Beispiel mit dabei. Guck mal hier zum Beispiel ein niegelnagelneue VW Arteon. Was wir da für Preise haben, das können die Leute als fast nicht fassen. Und man kriegt von LR sogar auch nochmal Autozuschüsse auch noch mit dazu. Also in die Stufe 1 kriegst du sogar nochmal 55 Euro Autobonus. Den habe ich mir jetzt aktuell bestellt als Folgefahrzeug. Ich habe auch immer zwei, also meine Familie, wir fahren immer zwei LR-Autos. Und es ist echt irre, ich bin aktuell bei um die 400 Euro im Monat. Dann kommen die Zuschüsse von LR noch, wo ich dazu kriege. Das ist echt irre. Hätte ich es eigentlich fast geschenkt. Und das sind auch so ein paar aktuelle Bilder. Wir sehen hier die Olga, wir sehen jetzt der Thomas oder die Yvonne oder die Elena. Das ist meiner, ich habe mir jetzt auch bekleben lassen. Arteon, tolles Auto. Nobby und Carmen da unten. Carmen hat vor 2 Monaten ungefähr ihren TTRS abgeholt. Nobby sein Audi S3. Tabea, Karin. Also es ist einfach cool, es kommen jeden Monat auch immer neue dazu. Schaut mal, Jenny da. Und es macht einfach Spaß, weil die Menschen halt echt glücklich sind, ihr seht es. Ja, wir haben auch neue, ganz neue Durchstarter bei uns mit dabei. Ich habe hier mal den Jens drin, der Jens Barth von der Melanie, der Mann. Die haben jetzt auch, also zuerst haben sie Melanie, die Junior Manager erreicht. Jetzt hat den Jens, die Junior Manager erreicht. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir an der Stelle an euch. Ihr seid in Bayersbronn, glaube ich, im Nordschwarzwald. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Gruß auch und herzlichen Glückwunsch. Mega, mega Leistung und bin gespannt, was ihr euch für ein Auto aussucht. Dann kommen wir zum Gesundheitsbereich. Jetzt darf ich an den Norbert übergeben. Da freue ich mich extrem drauf. Der Norbi ist wirklich ein riesen Profi, muss man einfach sagen, seit so vielen Jahren im Gesundheitsbereich. Und vielen Dank, Norbi, dass du heute Abend dir die Zeit nimmst für uns. Wir haben diese zwei Säulen, das heißt, unser gesamtes Gesundheitskonzept ist aufgeteilt sozusagen auf Darmstoffwechsel. Da sind wir wirklich Profis drin. Nobby, ich mache dich jetzt mal ganz kurz zum Host. Dann kannst du die Präsentation übernehmen. So, und Host erstellen. So, ja, Norbert Ketterer. Jetzt, Atle. Ja, Moment, Bildschirm freigeben. Jetzt muss ich glaube ich ändern, gell? Genau. Super, sieht gut aus. Halt, nicht beenden. So, jetzt, oder? Perfekt, genau, perfekt.
Ich hätte aber noch eine Frage, bevor ich anfange. Wolltest du nicht noch jemand oder machst du das später? Mache ich später. Okay, dann habe ich nichts dran. Das wird später gemacht, genau. Ja, okay. Das wird So, ganz kommen spannend. wir zu unserem Gesundheitssystem. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Norbert Ketterer, ich bin selbstständig seit schon 18 oder 19 Jahren jetzt. Im Transportwesen, also ich fahre LKW bei verschiedenen Firmen. Das ist so mein Hauptgeschäft. Aber schon lange nebenher war ich mal 10 Jahre im Fitnessbereich als Trainer auch tätig und somit ist Fitness und Gesundheit schon also auch schon sehr, sehr lange mein Thema. Und es passt natürlich ganz gut bei uns oder mit unserem Geschäft oder für unser Geschäft oder wie man es auch immer sagen will. Weil da sind wir ja auch ganz stark drin. Und ich will auch gleich mal loslegen. Wir haben grundsätzlich in unserem Körper geht es um zwei ganz, ganz wichtige Sachen. Das ist zum einen unseren Stoffwechsel und zum anderen unseren Darm. Und da gehen wir jetzt dann auch gleich mal näher drauf ein, warum und weshalb und wieso und warum denn die zwei Sachen. Das können wir oder wir. Grundsätzlich ist es eigentlich komplizierter, aber wir haben einen sehr einfachen Weg gefunden, es für euch zu erklären. So, und wo das alles herkommt, ist von unserem leider nicht mehr unter uns weilenden Dr. Jean-Bernard Delbé, der als einer ursprünglich normale Mediziner mal weit über den Tellerrand rausgeschaut hat und sich weitergebildet hat. Und dann in seiner Praxis auch über viele Jahre lang mit den Produkten von LR gearbeitet hat und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Ich sage immer so, das ist eigentlich unsere Bibel, das ist unser Hintergrundwissen, wo wir alles das, was wir euch erzählen, eigentlich herhaben. Und er sagt halt ganz klar, 95% aller bekannten Befindlichkeitsstörungen haben den Ursprung im gestörten Stoffwechsel oder in der gestörten Darmflora. Da kommt also alles her, ja. Und die paar wenige andere Prozent sind wirklich genetisch bedingt. Ja? Also das meiste ist, sage ich mal, unserer Zivilisation und unserem Lebensstil geschuldet, wie es uns geht oder auch nicht geht. Das sind jetzt mal so ganz typische Sachen, die wir da haben, was es da gibt an Befindlichkeitsstörungen. Zivilisationskrankheit und ich bin überzeugt davon, dass da eigentlich so gut wie jeder das eine oder andere dabei findet, wo man sagen kann, okay, da bin ich mit dabei, da geht es bei mir auch schon los oder habe ich ein bisschen Beschwerde oder ist es nicht mehr ganz so gut. Ja, das sind so ganz normale Sachen, wo sich, was heißt normale Sache, eigentlich traurig, aber wo sich viele damit beschäftigen dürfen oder müssen. Ja, und woher kommt's? Oftmals ist ja unsere Schulmedizin, die man ja auch wirklich braucht und die wichtig ist, tut aber oftmals durch das System, was wir da halt einfach haben, behandelt in aller Regel unsere Symptome in sehr, sehr vielen Fällen. Und aber beim Eisberg ist ja so die große Ursache oder wo alles herkommt, das ist ja nicht wirklich sichtbar. Und da wird sich halt oftmals nicht wirklich drum gekümmert. Und das ist genau da, wo wir halt ansetzen mit der Natur. Deshalb haben wir halt auch so ganz viele tolle Berichte. Auch das seht ihr ja immer wieder mal in unsere Erfahrungsberichte. Ja? Also das ist halt ein riesen Punkt. Die Ursache, wo wir uns damit beschäftigen. Und im Gesundheitsbereich haben wir eben auch einen Mehrwertstern. Ah, das ist die erste Nummer, ja. Der sollte eigentlich jetzt nicht kommen. Den hätte Frank vorhin schon erklärt. Da habe ich was verwechselt wohl, dann muss ich nochmal nachgucken. Das Erste, um was es bei uns geht, ist das eure Basalhaushalt und der Stoffwechsel und das erkläre ich euch jetzt mal. Also grundsätzlich ist es ja so,
Das Rote sind unsere Kapillare, unsere kleinsten Blutgefäße. Das Blaue ist unser Bindegewebe oder Körperwasser, was ja 70% unseres Körpers ausmacht. Und das Gelbe sind die Zellen. Ja? Und wenn das eben jetzt gut funktioniert, kommt über unser Kapillarsystem, kommt der ganze Sauerstoff und die Vitalstoffe über das Grundwasser zur Zelle, weil eine direkte Verbindung von Kapillarsystem zur Zelle gibt es nicht. Also es muss immer über das Grundwasser. Dann wird Sauerstoff und Vitalstoffe verarbeitet und dann gibt es dann halt auch, da entsteht Energie und da gibt es dann halt auch Reststoffe, Schlagstoffe und überhaupt Stoffwechselmüll, der einfach halt raus muss. Und das geschieht genauso halt über unser Körperwasser. Ja? Und in der Regel, wenn das Körperwasser, Wasser ist ja in der Regel flüssig, funktioniert es recht gut. Beziehungsweise heutzutage halt leider meistens nicht mehr so gut. Und der Ursprung ist einfach unser Säure-Base-Haushalt. Und das ist ja grundsätzlich so, dass unser Körper versucht, den immer auf 7,4 zu halten ist, glaube ich, genau. Also im Blut auf jeden Fall. Er hat Möglichkeiten zum Abpuffern. Das heißt, wenn Mineralien und basische Stoffe fehlen, dann kann er das aus Haut, Haare, Knochen, Nägel, Zähne holen. Das sind quasi Mineralienlager. Da kann er sich holen. Also wenn ihr da schon auch irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch sicher sein, dann seid ihr übersäuert. Und da hat der Körper eben Möglichkeit, sich Ausgleich zu schaffen, wenn er das nicht mehr schafft. Also schlussendlich, wenn er es sogar im Blut nicht mehr schafft, dann ist die letzte unausweichliche Folgerung schon der Tod. Also das ist kein Spaß, ne? Also hoffnungslose Übersäuerung heißt, also nicht witzig, ja. Aber soweit sind wir die meisten zum Glück nicht. Aber das Problem ist halt, dass wenn es der Körper halt so auch im Körperwasser nicht hinbekommt, dann wird unser Körperwasser, das wird wie alte Milch halt so richtig dick. Und da kann der ganze Austausch von Sauerstoff und Vitalstoffe und Schlacke und Reststoffe, der ganze Austausch funktioniert halt sehr, sehr schlecht. Und da kommen halt unsere Probleme her. Und wie wir übersäuern, ist zum Beispiel durch zu viel tierische Produkte, zu viel Weizenmehl und Teigware. Also man sagt ja immer so schön, die Dosis macht das Gift, ne? Und meistens sind es halt zu viel Sachen. Ne? Da steht auch zu viel Sport, genauso schlimm ist auch zu wenig Sport, sprich keine Bewegung. Dann ist ein Riesenthema halt Zucker, da darf ich mich auch mit reinnehmen, das ist für mich so ein Thema. Sehr, sehr viele, aber das Thema Medikamente, weil halt viele auch, sage ich mal, gern die Verantwortung abgeben, gehe jetzt zum Arzt und ja, der Arzt wird es schon richten, wenn er mir eine Pille gibt, dann wird es schon wieder werden. Schwierig, kann schon helfen, aber jedes Medikament hat neben einer Wirkung halt leider auch eine Neben- oder mehrere Nebenwirkungen, das vergessen viele. Dann haben wir Alkohol, Kaffee, Rauchen, die Sache übersäuern alle. Und ein ganz, ganz großer Punkt, eigentlich müsste so viel größer sein, sind ja Ängste, Sorgen und Stress, was man heutzutage halt immer mehr und größer wird halt. Ja, das sind alles Sachen, die übersäuern. Und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass halt da sehr, sehr viele dabei sein. Ne? Ich meine, das merken wir und das spüren wir ja auch. Durch unsere Erfolge, was wir haben, da sind halt sehr, sehr viele dabei mit den Themen. Ne? Also ich glaube, es wird schwierig, sich bei allen Themen da richtig gut unterwegs zu sein. Ja? So, jetzt sind wir aber da, das habe ich schon erzählt. So wird es halt dann, wenn es nicht mehr wirklich richtig gut funktioniert, dass unser Körperwasser, das Bindegewebe wird dann halt dickflüssig und dann kann der ganze Austausch funktioniert sehr, sehr schwierig, beziehungsweise die Säure werde in der Grundsubstanz geparkt, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Und dann kommen halt Probleme. Ja.
immer mehr und immer mehr am Anfang. Also es geht relativ lang, bis der Körper wirklich auch Signale schickt, die wir dann wirklich merken. Aber das heißt nicht, wenn ihr noch nichts merkt, dass ihr nicht in der Übersäuerung seid. Ja. Also meistens sind wir da schon lang drin und wir spüren aber eigentlich noch gar nichts. So, und da haben wir zum Beispiel was ganz, ganz Schönes. Muss man auf die Uhr gucken. Geht noch, glaube ich. Ein Produkt mit Mineralstoffen und Basen drin. Was genau im Detail steht da drin? Das Wichtige ist die Kombination der einzelnen Bausteine, damit sie auch wirklich bio verfügbar sind und sie der Körper verwenden kann. Das ist schon mal ganz wichtig, weil oftmals werden ja auch Einzelprodukte angepriesen. Der Punkt ist aber halt, dass viele solcher Stoffe sind halt einfach Teamplayer und die miteinander in der richtigen Kombination halt auch wirklich erst toll funktionieren. Und das Interessante oder das Tolle ist halt auch, wo haben wir das her oder wo ist der Ursprung von dem Produkt? Es liegt nämlich beim Dr. Müller-Wohlfahrt, der war ja mal lange Zeit der Arzt von der deutschen Nationalmannschaft Fußball. Also ist jetzt nicht irgend so ein Hiopai, wo man einem was erzählt. Der kennt sich schon richtig gut aus und ist meines Wissens auch international sehr bekannt und renommiert. Ja, also ist jetzt nicht so irgendwie einfach nur ein Arzt, ne? Der hat es entwickelt. Das ist ein Teil schon mal, wo wir unseren Stoffwechsel, wo wir unsere Übersäuerung wieder in den Griff bekommen. Das heißt, wir gleichen in der Grundsubstanz unsere Übersäuerung aus. Das ist schon mal das eine, dass wir es neutralisieren. Und was jetzt halt noch fehlt, ist, dass man die ganze Sache dann, wenn man es neutralisiert hat, muss, sollte es ja auch noch raus aus dem Körper, ne? Dass es wirklich wieder frei ist, die Bahn. Sag ich mal, die blaue, wie bei uns ist das ja die Autobahn, ne, auf der Straße. Und deshalb passt es vielleicht auch gerade, dass die Grundsubstanz hier, weil so Wasser ist, auch als blau gekennzeichnet ist, weil die Bahn sollte wieder frei werden. Ja. Und was man da dazu, gibt es noch was anderes Schönes, Tolles. Wir machen den Weg frei, die Aloe räumt aus und liefert Energie. Also das ist schon eine Pflanze. Die könnt ihr googeln, Bücher lesen, wie ihr wollt. Die ist schon seit Menschengedenken bekannt als Kaiserin der Heilpflanze, weil sie so viele tolle Wirkungen hat. Einmal äußerlich angewandt für die Haut und innerlich angewandt. Könnt ihr es hier ja schon lesen, was da steht. Das macht sie nämlich alles. Also, wie gesagt, das probier los. Neutralisiert mal die ganze Schlacke und Säure. Und die Aloe hilft halt dann wirklich, das mal alles schön rauszubekommen aus dem Körper. Dass der Körper dann mal wieder an seine Selbstheilungskräfte kann und die dann halt einfach wieder besser funktionieren. Ja. Was hat sie denn alles drin, die Aloe? Sehr, sehr vieles an Inhaltsstoffen. Ja, wäre jetzt ein bisschen mühselig, das alles durchzugehen. Also es sind sehr, sehr viel halt, die im Körper halt richtig gut tun. Und wir haben da, also unseren Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, die Ella Health and Beauty, ist Europas größter und qualitativ bester Hersteller von Aloe-Produkten. Darf man gerne auch mal, finde ich, erwähnen. Ja, also die zwei Sachen, das wäre so unsere Stoffwechselkur. Wenn man das mal macht, dann kommt der Körper mal wieder richtig in Schwung, würde ich sagen, weil dann ist schon mal wieder aufgeräumt. Ne? So, und unser zweites Thema wäre die Darmflora, der Aufbau und die Darmsanierung. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir unseren Körper, wie gerade eben erklärt, schon mal so richtig schön aufgeräumt haben, sprich auch mal unseren Darm aufgeräumt und ausgeräumt und gereinigt haben, dann ist es ja oftmals so, dass zum Beispiel auch Stress und Medikamente unsere Darmflora beschädigen. Ja? Und die Darmflora ist ja ganz wichtig. Da sind ja sehr, sehr viele Millionen von Bakterien. Und wenn die nicht wirklich richtig gut ist,
dann kann halt sein, dass Stoffe, die nicht in der Körpersäule, die kommen in den Körper rein und die gute Sache, die rein solle, das funktioniert halt alles nicht wirklich richtig gut, ja. Und das ist halt ganz schlecht, weil man weiß mittlerweile, in unserem Darm stecke sehr, sehr großer Anteil unseres Immunsystems, ja. Also wenn ihr keine Ahnung, mit Allergie zum Beispiel auch zu kämpfen habt oder ein schlechtes Immunsystem überhaupt halt habt, dass ihr ständig krank seid oder so, dann haben wir da mit Sicherheit auch schon ein Problem im Darm, ja. Dann habe ich hier mal ein Bild, wie das richtig gut aussieht. Das mittlere Bild, die gesunde Darmflora, ne, wie das aussehen sollte. Und rechts ist halt ein erkrankter Darm. Da seht ihr halt mal schon die gelbe Linie, die Schicht, die ist da beschädigt. Das ist eine geschwächte oder beschädigte Darmflora. Das heißt natürlich auch Giftstoffe in Viren. Es kommt halt in den Körper rein und man sagt ja erst, wenn es der Darm aufgenommen hat, dann ist es im Körper drin. Wenn es der Darm nicht aufnimmt, dann landet es in der Schüssel, wo vieles halt auch hin soll. Und ja, da haben wir halt wegen, da ist das Problem auch mit vielen, sagen wir, Lebensmittelunverträglichkeiten und, und. Also sehr, sehr vieles. So, und da haben wir zum einen auch zwei Sachen. Das ist das Pro-12 und Kolostrum. Damit machen wir eine Darmsanierung mit dem Pro-12. Ich muss es, glaube ich, mal umdrehen, weil eigentlich ist es so, ist egal, nächstes Mal drehe ich es um. Das Pro-12, da sind sehr, sehr viele Bakterienkulturen drin und Ballaststoffe. Das Wichtige dabei, die sind mikroverkapselt, doppelt mikroverkapselt, dass es auch wirklich im Darm ankommt und wirken kann. Ich habe letztens erst einen Bericht gesehen. Wo war denn das? Facebook oder irgendwo habe ich einen Bericht gesehen, halt, wo probiotische Produkte getestet wurden. Und ich glaube, von 20 oder so sind 2 Drittel durchgefallen, weil sie halt nichts taugen, weil die Sache halt nicht wirklich im Darm ankommen, wo sie wirken soll. Durch Magensäure und Gallensäure, was hier halt alles passiert, da gehen halt viel von den Bakterien kaputt und kommen nicht wirklich im Darm an, wo sie wirken sollen. Ja. Und wir haben da was Mikroverkapseltes, das heißt, die Bakterienstämme kommen wirklich im Darm an, können sich da dann ansiedeln und können wieder Gutes bewirken. Weil zum Beispiel sowas wie Antibiotika, das macht halt unsere Bakterienkultur auch kaputt und die sind halt sehr, sehr wichtig in unserem Darm. Das wäre das eine. Und damit sich die tolle Darmbakterie überhaupt wieder ansiedeln können und wirken können, ist vorab das Kolostrum ganz wichtig, weil das repariert unseren Darm. Das repariert nicht unseren Darm oder ja, das zum einen. Zum anderen sind da auch sehr, sehr viele Immunregulatoren drin. Das heißt, es kann unser Immunsystem hoch oder runterfahren, je nachdem, was möglich ist. Also es wirkt sehr, sehr stark halt. Was es genau ist, das ist die Vormilch von der Kuh. Also es ist keine Milch. Für die, die Probleme mit Milch haben, es ist keine Milch. Also das ist so. Das ist halt das, was zuvor produziert wird, was für das Kälble ganz wichtig ist. Und es bleibt auch genügend übrig für das Kälble. Wir nehmen da niemandem oder keinem Kälble was weg. Das wäre so das zweite Produkt. Also wie gesagt, das baut unsere Darmflora auf. Ja, und das Pro-12 sind dann die Bakterien, wenn die Darmflora aufgebaut ist, die sich dann wieder ansiedeln können, dass der Darm auch richtig schön wieder funktioniert und seine Aufgabe nachkommen kann. So, das wäre jetzt mal die 4 Sachen, die 2 Kuren. Und wenn man die 2 Sachen gemacht hat, einmal der Körper halt richtig aufgeräumt hat, mit dem Mineralien und der Aloe aufräumen und dann auch der Darm wieder aufbauen kann, dann kriegt unser Körper in der Regel eigentlich sehr, sehr viel selber hin und kann sich in sehr, sehr vielen Fällen auch selber helfen. Ja? Und deshalb haben wir halt bei so vielen tolle, oder nee, nicht tolle,
bei so vielen verschiedenen Befindlichkeitsstörungen haben wir so tolle Erfolge so rum. Ja? So, und jetzt kommt halt eine Quizfrage, die sich jeder mal stellen darf. Was glaubt ihr denn, wie lange kann das denn dauern, bis unser Körper mal durchgereinigt oder entschlackt ist? Wer will, darf gerne was dazu sagen. Aber nur schon mal als kleiner Tipp. Je nachdem, wie alt ihr schon seid und wie lange ihr eure Probleme habt und wie schleichend, ist da meistens schleichend, wie die Probleme kommen. Das ist auch nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Also könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass es auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass es wieder wegbekommt. Also das dauert dann schon mal seine Zeit. Also da darf man auch ein bisschen geduldig sein. So, und jetzt, was wir dann noch haben, wenn ihr mit Menschen ins Gespräch kommt oder wie wir einen Ansatzpunkt haben, ist halt eben so ein Bogen, was wir in einem unserer Heftchen haben, wo die Produkte wegen erklärt werden. Und da kann man halt auch schon mal gucken, wenn man sich den Bogen ausfüllen lässt, was haben denn die Menschen sonst schon mal für Befindlichkeitsstörungen. Ja. Und was hat man denn in den letzten 6 Monaten, was hat man denn da schon mal für Sorge gehabt? Und aus reiner Erfahrung haben die allermeisten 2 bis 3 Kreuzle halt, wo wir da einfach mit dabei sind. Ja. Also es ist ganz normal halt. Es ist nicht schön, dass es normal ist, aber es ist halt nun mal mittlerweile so. Und wiederum das Schöne ist aber, dass wir ja einen schönen Weg habe, wo wir helfen können. Ja? So, jetzt kommt da unser Produktstand zum Schluss. Das sind die wichtigsten Sachen, von denen ich gerade jetzt geredet habe. Also Probalance ist einmal ganz wichtig, um unseren Säure-Base-Haushalt zum Ausgleichen. Dann die Aloe-Trinkengele, da haben wir verschiedene, zum der Stoffwechsel aktivieren halt einfach und den Müll auszuleiten, der raus soll. So, dann sind wir schon mal sauber. Und dann haben wir ganz einfach das Kolostrum, was der Darm dann einfach mal repariert. Und das Pro-12, dann die Darmflora wieder aufbaut oder die Bakterien sich ansiedeln können, dass der Darm wieder schön funktioniert. Und unser Heilpraktiker, der Christian Kunz, hat letztens erst auch mal gesagt, also ich will euch nicht den Mut nehmen, aber das kann schon mal bei schwerwiegenden Fällen auch bis zu 2 Jahre dauern, bis das auch richtig gut ist alles. Ne? Also ihr dürft Geduld haben. Das 5. Produkt, was wir hier haben, ist Zeitgard Pro. Das ist dann für äußerliche Anwendung. Das ist auch ein ganz tolles Apparätle, wo man für verschiedene Sachen nutzen kann. So, und ich denke, jetzt bin ich eigentlich durch mit meinem Thema. Ich mache jetzt mal so langsam das Licht an, gell? Nein, das ist falsch. Das war es von meiner Seite her und ich glaube, ich übergebe wieder an den Frank und dann muss ich jetzt selber wieder gucken, Teilnehmer. Dann gebe ich dem Frank mal wieder den Host. So, jetzt darfst du wieder, jetzt müsstest du wieder den Host haben. Super, vielen Dank dir. So, warte mal, wir sind. Also, ich habe wieder die Bildschirmübertragung, Genobi. Ist übrigens mega gut gemacht. Es ist ein bisschen durcheinander, so wie ich es eigentlich nicht wollte, aber kein Problem. Also, ich habe nichts gemerkt, dass es irgendwie durcheinander war. So, warte mal, guck mal, da sind wir hier so. Bin ich jetzt da drauf gezählt, das wird auch. Warte. Da habe ich aufgehört, gell? Warte. Jetzt machen wir das Licht an. So, Leute, ihr müsst mal gucken. So. So, seht ihr das jetzt, oder? Wo der Nobby aufgehört hat? Seht ihr das, Elisabeth? Daumen hoch, gell? Genau. Also, das war die so mega schöne Zusammenfassung unserem Produktkonzept, warum das eben so gut funktioniert. Und jetzt habe ich euch zum Schluss eben auch nochmal mit drin, auch eine Frage, wenn man jetzt, sagen wir mal,
Lüftet mit der Lärm mehr zu machen, als auch nur für sich zu bestellen oder einfach gesund zu werden. Die meisten machen das automatisch, nachdem sie die erste eigene Erfahrung haben, weil sie automatisch schon mit dem Umfeld darüber sprechen. Es ist der Hammer, wenn sie merken, hey, Beispiel, meine Haut wird mega gut oder sagen wir mal, viele Probleme, Beispiel mit Bluthochdruck, wenn der sinkt oder was weiß ich, jeder ganz speziell auf sich zugeschnitten, wenn die Menschen Produkterfahrung habe, wo sie selber merken, so besser, dann berührt es das Herz und dann spreche die im Umfeld, bei Familie, bei Freunden drüber und dann kommt es automatisch, so viele schon ins Empfehlen reinkommen. Und da möchte ich euch auch mal zeigen, ob sich sowas lohnt. Und ganz cool wird ab dem Thema hier schon Junior Teamleiter, das sind schon, wenn du sozusagen 2 oder 3 Junior Manager bei dir hast, dann bist du schon in der Liga drin und als Junior Teamleiter. Da hast du einfach, wenn du es regelmäßig machst und das Ganze ein bisschen stabil wird, dann liegst du dann im Monat bei ca. 1.000 Euro. Und wir haben was ganz, ganz, ganz Großartiges zu feiern. Wir haben nämlich eine neue Junior-Teamleiterin unter uns und sie ist heute Abend auch da. Und da kommt mir ganz persönlich extrem das Herz auf, denn die liebe Olga. Olga, bist du da? Kannst du deine Kamera mal anknipsen? Du hast nämlich letzten Monat zum ersten Mal den Junior-Teamleiter geknackt. Das Ganze nebenberuflich aufgebaut. Hallo, Olga. Hallo, hi. Seht ihr mich? Ja? Ja, super, perfekt. Hey, Olga, es war für mich so ein extrem tolles Erlebnis, als ich im Urlaub war und du mir das eben erzählt hast und das dann sozusagen dann ersichtlich war, dass du die Junior-Teamleiter geschafft hast. Olga, erzähl uns mal so ein bisschen was zu dir. Wie fühlt sich denn das an, dass du das jetzt geschafft hast? Ja, das fühlt sich voll gut an. Ja, wenn mich noch nicht kennt, ich heiße Olga Davut, habe 3 Kinder, bin Einzelhandelskauffrau und mache LR nebenbei, suche nette, positive Menschen. Genau. Das ist der Hammer. Olga, jetzt die Akustik war jetzt ein bisschen schlecht, aber, aber jetzt ist, glaube ich, ein wenig besser geworden, gell? Das ist Olga. Ein bisschen, weil ich glaube, wegen den Ohrstöpsel hört man mich ein bisschen. AirPods. Ja. AirPods ist schlichtweg dumpf, aber Olga, das ist schon sehr cool. Und erzähl mal, was hast du denn vor? Warum machst du das denn? Warum hast du das jetzt denn geschafft? Warum wünschst du dir denn so sehr, was aufzubauen? Oder wie hast du das jetzt geschafft? Ein Moment, komm. Ja. Jetzt kurz meine Tochter hier. Vielleicht hat man Bluetooth ausgemacht. Oh, jetzt ist ganz toll. Jetzt super. Ist besser, oder? Ja, ja. Moment. Jetzt ist perfekt. Ja, warum ich das mache? Ja, ich möchte einfach selbstbestimmt sein, von zu Hause arbeiten und ja, tolle Menschen um mich herum haben, mitarbeiten, mit wem ich will, wann ich will. Einfach nicht immer in Eile morgens schnell zur Arbeit, sondern gemütlich aufstehen, das Kind in den Kindergarten bringen, zum Beispiel mit Fahrrad oder einfach sich kaufen, was man möchte. Ja, finanziell frei, gesund, fit, vital und um mich halt herum auch diese Menschen zu haben. Boah, super. Also Olga, du bist so begeistert immer von den Produkten und so lange dabei, immer voller Begeisterung, mit so vielen Leuten hilfst du immer zu meiner Lebensqualität. Das ist total cool. Und was ich extrem cool fand, wo du erzählst, du hast dir das so immer vorgestellt, dass du das schaffst, du hast nie aufgegeben. Es gibt ja, weißt du, es macht halt immer jeder mit. Das ist ja. Immer, weißt du, und dann, dass du das jetzt geschafft hast, das ist so toll, liebe Olga. Du bist so begeisterungsfähig und das ist einfach. Danke. Stark. Mein Kleiner schreit nur, ich tue ihn ganz kurz hier beruhigen. Super, kein Thema, Olga. Wir sind ja auch schon mal, sag ich jetzt mal, durch. Okay. Also auf jeden Fall fühle ich ganz, ganz feste gedrückt, liebe Olga. Und jetzt kümmere ich mich um deine Family. Gell? Danke, ja, der Kleine sonst ist schon noch nicht ganz eingeschlafen, weint und deswegen. Ja, du, kannst du auch ausmachen. Das ist ja das Schöne an unserem Familiengeschäft, dass du das von zu Hause aus machen kannst, dass du das mit nebenher machen kannst. Ja. Also liebe Grüße zu dir, gell, Olga? Genau, ich wollte einfach sagen, einfach immer dranbleiben. Jeder hat sein Tempo und natürlich hat man immer Neins, aber dann kommen auch die Ja's.
Ja, einfach auch danke an meine Lehrpartner für das Vertrauen. Das freut mich auch sehr. Okay, danke schön an alle fürs Zuhören. Welcome. Mach's gut, gell? Danke. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ja, super. Also das ist genau das mit Family, mit Kindern von zu Hause aus. Du musst wirklich, es ist kein Risiko. Das ist einfach cool. Das ist einfach cool und du kriegst so viel tolles Feedback zu den Produkten. Wenn man dann noch ein bisschen weitermacht, kommt ja dann der Orgaleiter. Ganz spannend ist hier, dein Einkommen ist ab Orgaleiter vererbbar. Das heißt auch später, wenn du in Rente gehst, nichts mehr arbeiten möchtest oder kannst, läuft das Einkommen immer weiter. Und wenn du irgendwann nicht mehr lebst, dann kriegen deine Kinder das ganze Einkommen weiter vererbt. Und das ist auch für mich heute so einer der Punkte, wo mir ganz, ganz besonders das Herz aufgeht, weil ich halt einfach weiß, alles, was ich heute mache, profitieren meine Mädels jetzt heute auch schon. Und welcher Job kann das schon, gell? Ja, das ist zum Beispiel auch mal, zwar jetzt mal von mir so Abrechnung mal vom März, wo man sieht, knapp 7.000 Euro für, sagen wir mal so 2-3 Stunden am Tag regelmäßig dranbleiben nebenher, ist doch einfach mega cool. Wo gibt's denn sowas? Ich habe damals als Konditor knapp 1.100 Euro im Monat verdient. Guck mal, Leute, und es ist so eine riesengroße Möglichkeit, was man hier machen kann. Du kannst genauso nur für dich einkaufen, zum Geschäft wechseln. Es kann jeder so machen. Es gibt keinen Chef. Du entscheidest am Ende des Tages, wie viel du eben machst oder auch nicht. Und man kann heute auch so schön starten. Wir haben jetzt ganz neues Lucky 7. Das heißt, wenn du es auch wirklich zum Beispiel 7 Leute weiterempfiehlst in den ersten 3 Monate, wo du dabei bist, kriegst du sogar von LR bei 7 Partnern sind es 500 Euro wieder zurück. Das heißt, deine ganze Darmstoffwechselkur zum Beispiel ist schon fast kostenlos. Also so viele tolle Möglichkeiten. Wenn ihr euch dafür interessiert oder Fragen dazu habt, dann sprecht uns einfach an. Wir haben auch diese Telegram-Kanäle, auch mit den Produkterfahrungsberichten, auch wo ihr eure Frage stellen könnt zu den Produkten. Und ja, was ist es für dich? Probier es doch einfach aus. Das Thema Gesundheit oder vielleicht auch mehr. Bei uns kann wirklich jeder sich das abholen, was er sich von Herzen wünscht und kann sich ganz frei dabei entfalten. Das ist so meine Schlussfolie. Du kannst alles im Leben haben, wenn du genügend anderen hilfst, das zu bekommen, was sie wollen. Und das ist das Schöne. Das ist wirklich, passt bei uns auf unser Konzept wie zugeschnitten. Und probier es aus, mach deine eigene Erfahrungen. Wir haben so viele Menschen hier, die sich täglich entwickeln. Es läuft großartig. Wir kriegen so viel Feedback. Olga ist schon das beste Beispiel. Junior-Teamleiter aufgebaut, nebenberuflich mit kleinen Kindern. Also es kann wirklich jeder machen, was er mag. Nobby, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich spitzemäßig gemacht. Ja, wirklich toll. Und euch alle anderen wünsche ich eine wunderbare Zeit, einen schönen Feiertag morgen. Und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.